Hallo und weiter geht das. Wir wollen jetzt mal mit dem, ach ja, Moira Chapman reden. Grüße, Neuankömmling. Selten wird jemand, der gerade erst angekommen ist, zu einer so wichtigen Figur in Korinth. Aber Nessa spricht in den höchsten Tönen von dir. Und da die Lage in Windkreis so schlimm ist wie seit Jahrhunderten nicht mehr, nehmen wir deine Hilfe gerne an. Willst du über die Lage der Schreine sprechen? Vor allem, wie wenig wir eigentlich wissen. Ich habe mehrere Leben dem Studium der Geschichte Eternums gewidmet, aber vieles davon bleibt ein Rätsel. Bevor wir über die Schreine sprechen, sollte ich das knappe Wissen teilen, das ich im Laufe der Jahrhunderte erworben habe. Vielleicht findest du es sogar interessant? Eternums Ruinen erzählen von einer grandiosen Zivilisation, die einst über die Insel herrschte. Ihre Baumeister, die Ahnen, entdeckten oder erschufen die Energie, die wir Azoth nennen. In den darauffolgenden Jahrtausenden folgten Menschen aus zahllosen prähistorischen Kulturen. Sumer, China, Ägypten und viele andere. Sie vernahmen den Ruf, die See zu erkunden, wurden von den Ahnen auf diese Insel gelockt. Diese ersten Ankömmlinge verehrten die Ahnen als Götter. Sie schufteten unter der Führung der Ahnen und errichteten hunderte Monumente und Türme. Aber die barbarische Natur der Menschen war nicht zu bändigen. Kriege brachen aus. Und inmitten des Chaos tauchte erstmals die Verderbnis auf. Im Kampf gegen diese neue Bedrohung verliehen die Ahnen einigen Auserwählten Gaben. Diese Helden erhielten unfassbare Macht und ewiges Leben. Die Kriege tobten jahrhundertelang. Und die Ahnen segneten ganze Armeen. Doch die meisten verwandelten sich irgendwann in Skelettkrieger ohne Verstand. Die Kriege gingen vor Jahrtausenden zu Ende und die Ahnen verschwanden. Aber ihre verfluchten Wächter beschützen immer noch die Ruinen, nicht wissend, dass ihre Pflicht schon längst getan ist. Ich glaube, du hast die Wächter in Mirador selbst gesehen, also kennst du die Gefahr. Um die Lage der Schreine zu bestimmen, müssen wir uns erneut in die Ruinen wagen. Ja, an der Küste gibt es ein Denkmal für einen der Ahnen. Darin ist eine Karte mit den Positionen der Schreine eingraviert. Ich brauche eine Kopie dieser Karte. Während du dir die Karte besorgst, setzen Nessa und ich unsere Arbeit an den Schriftrollen fort, auch wenn das noch so wenig bringt. Nun gut. Erkunde voll in Ordnung die Karte an. Orakel. Hier ist Orakel mal erkunden. So. Gott, wo ist der Kram? Wo sind die hier? Gut. Ja, warte mal. Ah ne, da laufen wir nochmal so herum. Gucken, ob ich hier gleich mal so ein bisschen Loot irgendwas finde. Loot tut immer gut. ZB. So, aber jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Mal ganz kurz. Na, okay, gut, hier jetzt.
Ja. Immer mitnehmen, was man unterwegs findet. Okay. Ja, da muss ich sowieso hier unten rumrennen, hier durchrennen. Boah, so, na, okay, gut, da hätte ich, na, okay, gut. Aufgeschissen. Kommt nur da unten rum, ne? Ja. Ja. Bin ich denn jetzt hier noch richtig nicht klar? Sind hier vielleicht irgendwie Feinde, die ich vernichten kann? Sehen die jetzt auch irgendwie in den Dienern? Ich dachte, aber waren denn die anderen, sahen die ihn gerade nicht irgendwie an Beilmeisterschaft? Ein Punkt? Wofür? Wofür? Das Beil doch gar nicht benutzt. Okay, dann wollen wir mal gucken. Dann wollen wir mal sehen, ob wir die Bude hier gleich mal ausgeräuchert bekommen. Okay, da ist schon einer ganz fleißig dabei.
Beilmeisterschaft kriege ich auch 3 Punkte. Wofür? Okay, wollen wir mal gucken. Erstmal hier die Truhe plündern. Oh, 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 ganz ruhig. Oh, ganz, oh, ganz, oh. Ganz ruhig. Wo muss ich eigentlich? Da oben muss ich jetzt hin. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, das ist auch noch eine Kiste. Ich habe auch noch eine. Och, da ist noch eine. Da, da krapschen wir doch mal rein, ja? Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Ach, wieder zurück. Gut. Na dann, auf geht's, auf geht's. Hervorragend. Ich fürchte, wir hatten nicht viel Glück mit diesen Schriftrollen. Aber mal sehen, was du mitgebracht hast. Oh ja, das ist offenbar eine Art Karte. Moira und ich machen uns sofort daran, die Karte zu entziffern. Auch wenn es dir lästig erscheint, solltest du vielleicht das Rathaus besuchen. Nachdem du gegangen warst, ist die Frustration übergekocht. Der älteste Sattwig bestand darauf, dass sie auf deine Rückkehr warten. Aber Leowix ließ nicht mit sich reden. Sie sind erst vor kurzem zum Rathaus marschiert. Wenn du dich beeilst, kannst du vielleicht eine gewaltsame Auseinandersetzung abwenden. Gut, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Ja, kann weg. So, aber... 3 Stärke, 63 Schnittschaden, 75 Schnittschaden. Ja, okay, gut. Doof geschissen. Lebensstab. Ja, ne, komm, kein Weg damit. Rathaus, Rathaus anrufen. Ja, wollen wir mal gucken, dass wir es verhindern können, dass sie sich gegenseitig da die Gurgel durchschneiden. Na, na, immer mit der Ruhe. Wir sollten jetzt niemanden beschuldigen. Jeder macht mal einen Fehler. Fehler? Du hast uns die ganze Zeit sabotiert. Und wozu? Nur damit irgendwann alles überkocht? Und was du uns da eingebrockt hast? Piraten den Tribut stehlen lassen, sie mit den Druidenjuwelen bezahlen. Abscheulich, wirklich. Deine Theorie ist völlig absurd. Wären es Piraten gewesen, wäre die Eiserne Rose schuld. Das reicht. Ich schwitze diesen Verräter auf. Nicht. Genug. Wenn ihr euch gegenseitig umbringt, kommt ihr doch eh zurück.
Du hast recht. Hängen wir ihn kopfüber auf dem Marktplatz auf. Bitte, nicht. Das war alles die Idee des Sprechers. Ich verrate euch alles. Wag es ja nicht. Hm? Fein, kleines Vögelchen. Sing mal. Ja, mit dem Silber ist nicht zu spaßen. Ne? Bevor du zur Geduld rätst, möchte ich dich bitten, an die Gräueltaten des Sprechers und seines hinterhältigen Lakaien zu denken. Sie haben Medea, die Druiden, die Eiserne Rose und die ganze Stadt verraten. Sie müssen mit ihrem Blut bezahlen. Erst brauchen wir Informationen. Das bestreite ich nicht. Aber mit meiner frisch geschärften Klinge könnte ich dazu beitragen, dass wir dieses Mal die Wahrheit erfahren. Diese Chance ist für mich schon lange vorbei. Aber ich vertraue deinem Urteil. Wenn du aber auch nur den kleinsten Hinweis bekommst, dass sie uns was vorenthalten, bin ich dran. Also, dieser Schurke von der Eisernen Rose will mich aufschlitzen. Aber ich bin hier nur ein Soldat. Ich habe nur Befehle befolgt. Francis glaubt, dass die ganze Sache mit dem Tribut für Medea eine Lüge war, um die guten Menschen in Korinth zu bestehlen. Meine Aufgabe war es, den verdammten Tribut zu eskortieren und mich zu ergeben, wenn die Piraten uns angreifen. Im Gegenzug bekäme ich die Hälfte der Einnahmen eines der Juwelen. Die Piraten, sie machen diesen Job nicht nur für einen Wagen voller Lebensmittel und Ausrüstung. Die Abmachung war, dass sie 2 Juwelen bekommen und wir das 3. Wenn du mir den Bluthund der Eisernen Rose vom Hals hältst, sage ich dir sogar, wo du das Juwel findest, das Francis und ich teilen wollten. Oben im Versteck des Sprechers. Jetzt, wo ich dir das gesagt habe, musst du mich auch vor Francis schützen. Vergiss unsere Abmachung nicht. Okay? Okay? Okay, ich sammle das Juwel aus der Truhe. Ah, der Francis Turner ist eine ganz nette, heldige kleine Ratte. Ich weiß nicht, warum du mich so unbedingt stürzen willst. Du schnüffelst in meinen persönlichen Angelegenheiten rum. Ich bin Sprecher der Winde. Ich könnte dich festnehmen lassen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Jemand hat das dort platziert. Diese Verschwörung gegen mich ist beschämend. Ich bin der beste Sprecher, den diese Stadt je hatte. Nein, du bist ein Lügner und Verräter. Oh, und nun verurteilst du mich ohne Prozess. Bevor du die Hinrichtung planst, denkst du besser dran, dass ich Informationen habe, die du brauchst. Der andere Edelstein, hä? Es waren die ganze Zeit die Piraten, weißt du? Kapitän Doughty und Kapitänin Korapati. Sie haben das geplant. Und wenn du ihre Edelsteine findest, beweist das meine Unschuld. Geh und hole die verbliebenen Edelsteine zurück und wir räumen die Sache gemeinsam aus dem Weg. Ja? Hallo? Hörst du mir eigentlich zu? Tut mir leid, wenn ich mich einmische. Aber ich könnte schwören, dass jemand nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Er gehört dir. Oh, die Worte, auf die ich so lange gewartet habe. Ich räume hier mal auf. Du hast noch einen Edelstein. Du solltest dich darum kümmern. Viel Erfolg. Du lieferst mich doch nicht an ihn aus, oder? Das ist nicht fair. Die Einwohner von Korinth werden revoltieren, wenn du ihnen ihren Sprecher nimmst. Du wirst schon sehen. Gut, dann wollen wir mal mit Nessa eine Runde reden. Der Sprecher selbst hatte also das 2. Juwel. Warum habe ich das nicht geahnt? Das erspart uns wohl einiges an Arbeit. Wir können es einfach direkt zu einem der Schreine bringen. Oh, was ist mit dem 3. Juwel?
Noch ein Pirat? Das sind anscheinend Francis Turners engste Freunde und Vertraute. Du wirst dich sicher freuen zu hören, dass wir diese Karte besser untersucht haben. Wir haben mindestens einen der anderen Schreine ausfindig gemacht. Das scheint der nächste logische Schritt zu sein. Du hast also meine Unterstützung. Wir fahren mit der Karte fort. Der Schrein liegt südwestlich der Stadt. Oh, sei vorsichtig, wenn du dort auf Ahnenwächter triffst. Wenn dir etwas zustößt, ist der schöne Plan dahin. Gut, so, was habe ich denn schon wieder bekommen? Kann weg. Kann weg. Ja, gut. So, wunderbar. So, wo genau muss ich jetzt hin? Da unten hin. Gut, dann rennen wir mal hier dran vorbei und nehmen mal die Nebenmission mit. Ich möchte auch mal jetzt ein bisschen mehr Nebenmission spielen. Und nicht nur stumpf und stur die Hauptstory. Ein bisschen Nebenmission mit einbeziehen in die Videos. So, kann ich hier am besten hier rumlaufen. Hand, da ist Hand. Da vorne ist Hand. Ach nee, brauchen wir nicht haben. Ich gucke hier auch immer mal so auf dem Boden rum, ob ich hier vielleicht irgendwie Nüsse finde. Okay, warte mal. Das gibt es hier im Moment wohl nicht. Hier oben gibt es einen friedlichen kleinen Teich zum Meditieren, solange die Pumas nicht umherstreifen. Pass auf, wenn du weitergehst. Es gibt da einen zornigen Bären. Schon viele wurden in seiner Höhle zerfleischt. Du siehst tough genug für die Puma-Jagd aus. Sie liefern gute Nahrung für die Siedlung und Tierhäute für die Gerbergilde. Du wirst überrascht sein, wie viel Fleisch man aus einem Puma bekommt. Aber töte mit Bedacht. Wir brauchen eine gesunde lokale Population. Schon ein paar reichen aus. Herrje, herrje. Es gab einen weiteren Tod. Die Art, von der man nur selten zurückkehrt, von einem Bären zerfleischt zu werden, lässt auch die toughsten Seelen zu Verlorenen werden. Noch ein Jäger, Albrecht. Er wollte genauso wie du mehr Essen für alle besorgen. Er ist wohl der Bärenhöhle zu nahe gekommen. Aber das ist natürlich reine Spekulation. Du solltest vielleicht ein paar Freunde mitbringen.
Ich habe keine Ahnung, wo die Höhle ist. Also musst du den Bären aufspüren. Dazu musst du die Überreste des armen Albrecht suchen. Versuch es beim See. Okay. Warte mal, 1 Reise, 2 ist die Bärengeschichte. Gut. Das ist auch noch eine Nebenmission, die wir auch noch mal mit annehmen können. Aber jetzt werden wir uns erstmal. Na. So. Uns um den Bären. Bär der Kratzfelshöhle. Jage Puma. Oh, das sind Lebensmittel, die sich haben. Okay, Puma. Puma, wo bist du? Wo seid ihr? Ah, da sind Nüsse. Hier liegen Nüsse rum. Die braucht man, glaube ich, für Bratöl. Fischtran und Nüsse, da kann man, glaube ich, Bratöl, glaube ich, war das herstellen. Okay, ein Puma habe ich. 1 von 3. So, bin ich jetzt hier richtig? Ja. Ach du Scheiße. Kratzer. Der kratzt niemanden mehr. Gut. Jetzt muss ich aber immer noch 2 Puma erledigen. Wo sind 2 Puma? Puma, Puma. Wo seid ihr? Okay. Hier komme ich der Himmelswildnis ziemlich nah. Oh, Eisen, immer her damit. Meins, 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 meins. So.
Okay, war hier nicht noch irgendwie ein Puma? So eine Erbung und Puma rumlaufen. Ah. Oh, Kacke. Gut, dann hätten wir das ja auch erledigt. Dann können wir uns jetzt mal der Hauptmission zuwenden. Hochwertiges Pinselset, bla 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 bla. Die Aufwände bitte in das Verwende von Griff geben. Okay, das kriegen wir hin. Okay, so, wo muss ich denn? Ach Gott, da oben hin. Oh, dann. Rollstuhlfahrer, traurig. Oh. Leider traurig, dass es immer wieder passiert ist, Menschen im Rollstuhl haben. Naja. Okay, so. Okay, und natürlich gibt es hier jetzt hier nach zurück nach Korinth. Ach, ist schon richtig eingestellt gewesen. Okay, so, warte mal. Jetzt muss ich erstmal hier hin zurück. Kann ich das überleben, wenn ich hier runterspringe?
Ja, gut, wunderbar. Wir wollen jetzt erstmal hier die Mission abgeben. So, ist hier vielleicht irgendwie ein bisschen... Ja, schade, leider schon weg. Ah, ja, hier. Immer her damit. Na, wundervoll. Das wird eine nette Abwechslung zu dem Wolfsfleisch, das wir gegessen haben. Etwas Vielfalt ist gut für die Moral. Ich habe den Bären besiegt. Den Bären zu erlegen war eine große Leistung. Jetzt kann ich sicherer in dem Gebiet jagen, weil der Bär für eine Weile wegbleiben wird. Aber ich werde seinen Bau weiter meiden. Das solltest du auch. Man sollte das Schicksal nicht herausfordern. Okay. So, dann wollen wir uns gleich mal angucken, ob das Beil nutzbar und brauchbar ist. Was ich gerade als Belohnung bekommen habe. Oh, und hier sind noch mehr Nebenmissionen, die werden wir auch noch mal alle mitnehmen. Aber nicht in diesem Part, das machen wir im nächsten. Gut, was haben wir denn? Das Beil, nö. Schrott, kein Wert. Gut, dann gehen wir jetzt mal das muss sein jetzt. Ja, was sind wir von? Der hat doch nur auf mich geschossen oder sie, weil sie das Eisen haben wollte und gedacht habe, ich verschwinde, also kann sie das Eisen nehmen und dann auf einmal nehme ich es mir dann doch. War sie frustriert und hat auf mich geschossen. Meine Pinsel! Oh. Danke, danke, danke. Ich habe so viele Orte gemalt, dass ich sie irgendwo vergessen habe. Ich wollte sie suchen, aber sobald ich irgendwo ankam, war die Inspiration da. Und ich malte mit meinem zweitbesten Pinselset. Oh, nicht nur meine. Ich bin Teil einer ganzen Gruppe von Landschaftsmalern auf Eternum. Du hast nicht gelebt, bis du nicht die Wolken über der Bucht bei Sonnenuntergang eingefangen hast. Oder den Sonnenaufgang über den Bergen. Sattweg zurückkehren.
Du kommst stets siegreich zurück und lässt es so einfach aussehen. Schön, dass du zurück bist. Wie ich höre, hast du ein weiteres dieser grünen Juwelen an seinen Platz zurückgebracht. Ziemlich gut. Grace gelang es, Leovix in der Taverne lange genug abzulenken, um Francis und Hauptmann Dupont aus der Stadt zu bringen. Oh, und dann haben mich alle zum neuen Sprecher der Winde gewählt. Vielen Dank. Hoffentlich sind wir schnell genug, damit es noch eine Stadt gibt, für die es sich lohnt zu sprechen. Wie erwähnt, war Grace eine große Hilfe, aber sie ist rastlos und reist bald ab. Sie wollte mit dir reden. Na los! Gut. Dann reden wir jetzt nochmal mit Grace. Und dann ist der Part auch beendet. Ah, sieh an, du hauchst dieser traurigen Kleinstadt wieder Leben ein. Du bringst mich fast dazu. Aber ich bin schon zu lange hier. Es ist an der Zeit, weiterzuziehen und eine angenehmere Umgebung zu finden. Ich gehe nach Norden. Ich habe gehört, dass es da eine größere Stadt gibt. Moderner und viel reicher. Klingt nach einem Ort, an dem man was verdienen kann. Ich wollte dich eigentlich überreden, mich zu begleiten. Aber das wird nicht viel bringen, oder? Oh, du hast alles im Griff. Und mir wächst langsam Moos am Hintern. Du musst dich auf das dritte Juwel konzentrieren. Diese hübsche kleine Druidin möchte, dass du sie im Osten triffst. Sie kundschaftet die Piratenhöhle aus. Oh, wir werden uns wiedersehen, so sicher wie der Tag auf die Nacht folgt. Du bist ein rastloser Geist, genau wie ich. Geh und hilf der Druidin und komm dann zu mir in den Norden. Bis dahin richte deine Augen auf den Horizont. Gut. Okay, was? Der Stab kann weg. Kann weg. Gut, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.